18.40 Uhr, guten Abend bei den Nachrichten von Pro7. Verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zu den Pro7 Nachrichten. Wirtschaftsgutachten, Talfahrt in Ostdeutschland scheint gestoppt. Inferno in Oakland, schlimmstes Großfeuer in der Geschichte Kaliforniens. Kinkel in Moskau, muss Honecker zurück. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Ende der wirtschaftlichen Talfahrt in den neuen Bundesländern scheint in Sicht. Bayernwahl. Beeindruckender Sieg für Edmund Stoiber. Brandanschlag. CDU-Büro. Opfer der Flammen. Formel 1. Jetzt wird's eng für Schumacher. Guten Abend, meine Damen und Herren. Beeindruckender Erfolg der Christlich-Sozialen Union bei der heutigen Landtagswahl in Bayern. Selbstmord, Wahnsinnsfahrt in Österreich. Wer sollt, Trennungsgeld für Soldaten. Bundesliga, Dortmund bleibt Spitzenreiter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Grauenvolle Verzweiflungstat eines Selbstmörders. Nordirland. Britische Armee verstärkt Truppen in der Unruheprovinz. Kaukasus. Russische Bomben auf tschetschenische Dörfer. Paris. Claudia Schiffer geht fremd. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gereizter Kanzler, Kohl lässt Bergbaugipfel platzen. Gebeutelte Truppe, der Bundeswehr geht das Pulver aus. Geklauter Stein, die Römer rücken einen Obelisken raus. Dienstag, der 11. März. Es ist 19.30 Uhr. Die Pro7-Nachrichten mit Wolfgang Klein. Wir sind das Volk, riefen die Demonstranten. Einen guten Abend, liebe Zuschauer, zu den Pro7-Nachrichten. Und das sind heute Themen des Tages. Verwirrung. Wie funktioniert das neue Pfandsystem? Lebensgefahr. Verbrecherjagd auf der Autobahn. Lametta-Mode. In Mailand braucht die Dame Mut. Steuer, Rente, Krankenkassen. Welche Einschnitte kommen auf wen zu? Newstime. Falsche Wohnung gestürmt. Schwere Vorwürfe nach SEK-Panneneinsatz in Dresden. CDU-General gibt weitere Zahlungen vom RWE-Konzern zu. Merkel lässt ihn im Amt. Hunderte Unfälle auf spiegelglatten Straßen. Autofahrer stehen stundenlang im Stau. Center mit Mareile Höppner und Michael Marx. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen.
Plötzlicher Rückzieher. Die Bahn kippt nach Protesten den Sonderzuschlag für Kartenkäufer am Schalter. Auf der Flucht. Hurricane Ike bedroht die Küste Texas. Hunderttausende verlassen die gefährdete Region. Und spitze Beißer, Vampirbeißer sind bei vielen Jugendlichen in, aber die Krankenkassen warnen vor den Folgen. Im Studio Michael Marx. Freiheitsfest. Zehntausende feiern in Berlin die Öffnung der Mauer vor 20 Jahren. Grippetod. 15-jährige Schülerin stirbt in Kassel mit Schweinegrippenvirus infiziert. Und Filmpremiere, das Ende der Welt in Roland Emmerichs neuem Katastrophenfilm. Im Studio Christiane Gerbot. Guten Abend, die Mauer ist weg. Abgebogen, Laschet macht die Lockerung zur Schlüsselfrage für die Union. Ausgebrochen, Mutationsausbrüche in NRW, rollt die dritte Welle durch Deutschland. Und angenommen, Altmaier sagt der Wirtschaft Hilfen und eine Öffnungsstrategie zu. Im Studio Michael Marx. Willkommen bei Newstime. Corona-Schnelltests für alle in Deutschland kostenlos ab März. Das will offenbar Gesundheitsminister Spahn. Ausgebremst, was das Infektionsschutzgesetz jetzt schon alles stilllegt. Ausgestanden, immer mehr Menschen verlangen nach der Impfung mehr Normalität. Und ausgereizt, die alles dicht machen, Aktivisten fühlen sich falsch verstanden. Im Studio Michael Marx. Willkommen bei Newstime. Seit Mitternacht ist sie für ganz Deutschland scharf geschaltet.